So, wir sind heute auf dem Château Ruhr und ich zeige euch heute mal, was es hier alles zu entdecken gibt. Ich habe sogar gehört, dass es hier ein Schlossgespenst geben soll. Achtung, aufgepasst! Hier sieht man das Château Ruhr. Sehr schöne Außenmauern, kleine Türmchen, wunderschöne Nischen. Alles sehr nett gemacht und erhalten. Und jetzt gleich gehen wir mal rein. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das sieht schon sehr spannend aus. Und jetzt geht's nach oben. Oh, ich habe schon ein bisschen Schiss vor dem Gespenst. Sehr schön hier im Château sieht man die Seidenraupenzucht. Und wie man das sehr schön hier sehen kann, noch eine ganze Menge lebender Raupen. Das sind die fertigen Seidenkokons. Hier sieht man die fertigen Schmetterlinge. Die sind alle noch am Leben. Das ist der große Saal hier im Château. Und ich muss schon sagen, das ist mächtig beeindruckend. Hier sind wir im Schlafzimmer des Grafen. Und ich zeige euch jetzt mal etwas, was unglaublich ist. Das irre Fenster. Raffaela ist immer noch fasziniert von der gigantischen Aussicht. Genau das sind Olivenhaine da hinten. Und nach dem Plan ist da hinten in der Mitte, hinter diesem Hügel, ist der Pont d'Arc. Das ist der höchste Punkt des Château. Wir sind jetzt auf dem Turm. Nochmal eine wunderschöne Aussicht. Das war also das Château Ruhr und ich muss sagen, es war schon richtig beeindruckend. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, war das Schlossgespenst. Ne, das ist es nicht, was ihr jetzt gerade im Bild seht. Das ist Raffaela. Ich werfe dich hier die Mauer runter. Nein, es war auf jeden Fall schön. Der zu uns kommt in die Auberge, der sollte sich auf jeden Fall mal dieses Château anschauen. Sehr moderate Preise, ein sehr schönes Restaurant, wo man ein paar Kleinigkeiten bekommt. Insgesamt war es ein ganz, ganz toller und lohnenswerter Besuch.